Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht's um einen Token Ring. Was ist ein Token Ring, beziehungsweise generell was zur Hölle laber ich überhaupt? Das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir müssen einfach uns nur logisch einen Ring quasi aufbauen. Und darüber darf man dann Sachen senden. Das heißt, wir haben jetzt mal angenommen, voll vermaschtes Netzwerk oder auch nur teilvermascht. Sagen wir mal, wir sind so vermascht hier. Das nennt sich ja sogar schon Ring, kann man aber auch wirklich mit jeder anderen Architektur bauen, so einen logischen Tokenring. Genau, sowas. Okay, also das sind die Verbindungen zwischen den einzelnen Leuten. Und jetzt sagen wir mal, die wollen alle, sagen wir mal, der hier, also der da unten, die 1 möchte an die Nummer 1, 2, 3, 4 schicken. Und ja, dazu müsste er ja irgendwo durch. Also irgendwer muss den Traffic für ihn weiterleiten. Was jetzt passiert, ist folgendes. Die Nummer 1 bekommt am Anfang ein kleines, aber feines und wichtiges Token. Ich mache das Token mal in rot und in einem roten Kringel. So, er hat das Token und es gibt nur genau ein einziges Token. Jetzt darf er senden. Und er sendet dabei immer in Richtung quasi, wie man nummeriert hat. Das heißt, 1 schickt an 2, das ist jetzt 2 hier, das ist 3 und das ist 5. 4 haben wir schon benannt. Das heißt, der erste schickt an Nummer 2. Seine Daten, behält aber das Token für sich. Genau, die Daten werden von 2 weitergeleitet, denn der sieht ja, die Nummer 2 sieht ja, was für eine Zieladresse dabei drin steht. Das heißt, die Nummer 2 leitet die Daten an 3 weiter und die 3 leitet die Daten an Nummer 4 weiter und Nummer 4 sagt, hey, die sind ja für mich, ich verarbeite die Daten mal. Und wenn Nummer 1 dann fertig ist mit Senden, dann gibt er einfach seinen Token weiter an die Nummer 2. Nummer 2 macht genau dasselbe, schickt seine Daten einfach mal ganz brav weiter. Nummer 3 kriegt dann das Token und Nummer 3 sendet, Nummer 4 kriegt das Token und Nummer 4 sendet. Eigentlich eine ziemlich einfache Architektur, aber ist tatsächlich sehr, sehr effizient. Das glaubt man gar nicht, aber ja, es funktioniert super. Und was man jetzt natürlich noch braucht, ist irgendwie, wie mache ich das Ganze, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Bus bin? Also mit, keine Ahnung, sagen wir mal 3 Leuten. Ich bin auf einem Bus hier, das ist mein Bus. Und habe jetzt hier eine Station, 2 Stationen. Sagen wir mal, wir haben nur 3 Stationen, dann wird das Ganze nicht so unübersichtlich. So, okay, jetzt haben wir hier eine. Oh ja, jetzt sind sie rot. Lasst euch davon nicht irritieren, ich mache die Farbe gleich mal anders. So, was man jetzt macht, ist, man baut sich einen logischen Ring auf. Das heißt, man hat eigentlich nicht wirklich einen Ring, wir haben ja hier einen Bus, aber wir können diese Technik trotzdem ganz normal benutzen. Und zwar sagt der erste hier einfach, er schickt immer seine Daten an den zweiten. Der zweite sagt, er schickt seine Daten immer an den dritten. Und der dritte sagt, er schickt seine Daten immer an den ersten. Easy, dann haben wir eigentlich auch einen Ring. Und da ja niemals 2 Leute gleichzeitig senden, ich kopiere mir mal oder ziehe mir mal das Token von hier oben. Also sagen wir mal, der hier fängt an mit senden, dann werden die Daten weitergeleitet an den zweiten. Und danach erst, wenn der die Daten hat, werden die Daten weitergeleitet an den dritten. Und wenn der die Daten hat, kann der erste seine Daten wieder kriegen. Also quasi so in einem Ring rum. Und das Token wird dann einfach genau so weitergereicht wie oben auch nach dieser Reihenfolge. Man muss aber wirklich darauf aufpassen, dass wenn der eine sendet, dann darf der andere nicht senden. Das heißt, sobald einer seine Daten sendet, müssen alle anderen die Klappe halten, denn sonst würde 3 ja offensichtlich zu einer Kollision alles bringen. Wenn 3 senden würde, darf auf jeden Fall 1 und 2 nicht senden. Das heißt, einfach wenn einer sendet, halten die anderen die Klappe. So, das heißt aber auch, dass Nummer 2 zum Beispiel die Daten von Nummer 1 immer zwischenspeichern muss, wenn sie an Nummer 3 zum Beispiel gerichtet sind. Also 1 möchte seine Daten an 3 senden. Das bedeutet, er muss sie erstmal an 2 senden und so lange muss Nummer 2 die Daten eben zwischenspeichern. Und ja, Nummer 2 sendet dann, wenn er alle Daten hat oder wenn er alle Dateneinheiten soweit zusammen hat, sendet er eben die Daten weiter an Nummer 3. Ja, und so funktioniert im Prinzip auch schon der Token Ring, beziehungsweise der Token Bus. Das hier hat einen anderen Namen eigentlich, heißt Token Bus, aber im Prinzip ist es genau dasselbe Verfahren wie hier oben, nur dass wir nicht direkt einen Ring aufbauen, sondern eigentlich auf einem Bus sind und uns das Ganze so vorstellen, als wären wir auf einem Ring. Okay, das ist es eigentlich auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Die Architektur wollte ich mich einfach mal vorgestellt haben. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.